Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit mir, dem Shartox. Ja, im letzten Part lag ich ziemlich krass daneben, denn Valis Media ist eigentlich quasi der Anfangsort hier gerade von Pulse, also da, wo wir im Prinzip starten. Und ja, da befindet sich auch die nächste Zielstatue, wo wir weitermachen können. So, letzte Stunden. So, auf dem Weg zum Yashas-Massiv lauerte der monströse Rakshasa. Den soll ich erledigen? Ich pfeife auf die Befehle des Vollsee. Ich ende eh als Seath oder Kristall. Mein Leben geht dem Ende entgegen. Da will ich die letzten Stunden einfach nur Spaß haben und tun und lassen, was ich will. Alles andere ist mir Schnutz, Piep, egal. Okay. Mission Start. So, gut, alles klar. Das Ding befindet sich jetzt also hier in dieser schönen Ecke hinten. Gut, dann müssen wir einfach nur ein bisschen weiter zurückspazieren. Das ist ja absolut gar kein Thema, ne? Auf diesem Weg gibt es eigentlich, ja, also erstmal ist es ein ziemlich langer Weg. Und zweitens gibt es da eigentlich nur ein oder zwei geforste Kämpfe. Ich glaube zwar eher nur einer hier, den man unbedingt machen kann, den man eigentlich quasi gar nicht avoiden kann. Also der hier gehört jetzt zum Beispiel nicht dazu, den kann man avoiden. Das ist das Gute, wenn man einmal mal ein bisschen kurz im Zickzack läuft. So, die Sache ist, ich könnte das Ding auch jetzt einfach hier cutten. Hier, aber da der Weg jetzt einfach mal gar nicht so weit ist, denke ich mal, laufe ich mit euch hier kurz eben diesen Pfad hier ab. Na, ich finde, das ist auch irgendwie ziemlich schlecht, sage ich mal. Also, man sollte vor allem, ne, nicht meine Final Fantasy Let's Plays irgendwie als irgendwie Guide oder so sehen unbedingt. Okay, bei Final Fantasy 10 vielleicht ein bisschen mehr. Also da finde ich, das ist ja schon ein bisschen strukturierter und ordentlicher, sag ich mal, wie ich das da präsentiere. Ne, aber jetzt hier bei dem, wenn ich hier halt ein bisschen so hin und her cutte und die Wege wegschneide, ja, kann man halt als Zuschauer irgendwie schlechter sehen, wo ich denn tatsächlich unbedingt hinlaufe, um, sag ich mal, dem Mob, sag ich mal, zu klatschen. So, deswegen, ja, I don't know. So, was wollte ich damit jetzt eigentlich sagen? Ja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass wenn ich das halt jetzt nicht cutte, ihr den ganzen schönen, vollen Weg mitkriegt. So, wobei ich halt immer dazu auch ein bisschen Infos geben kann, erklären kann, wo was ist. Huch, ich laufe jetzt aber noch richtig, oder? Ja, Gott sei Dank. Irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl gehabt, irgendwie der Mob ist jetzt irgendwie doch eventuell nicht da. Da ich jetzt schon so ein ganzes Stück irgendwie laufen musste. Ich dachte, das wäre jetzt ein klein wenig, ja, ein bisschen kleiner der Weg. War jetzt doch ein bisschen größer als ursprünglich gedacht. So, dann schneiden wir wahrscheinlich auch diesen Weg weg, einfach mal zur nächsten Seath. Das könnte ich definitiv machen. So, dann ist so die Frage, wo sich die nächste Seath danach befinden wird. So, ich kann ja einfach mal schon mal schauen. An der erhielten Steppe, ganz am Anfang müsste er sein. Immer grüne Wiese, ja, das ist doch eigentlich ganz cool. Ja, diesen Weg dahin kann ich gleich auf jeden Fall erstmal ein bisschen schneiden. Das mache ich für euch gerne. So. Jetzt schauen wir doch mal. Ach, das ist so ein Vogelviech. Und hey, guck mal da. Hier haben wir hier diese. So einen Schatz, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, gut, alles klar. Dann mache ich das Ding jetzt erstmal platt. Oh. Wir stackten gerade mit Lightning so ein bisschen in der Luft fest. Sah ganz cool aus. So, ich wette, dieses Ding hat wieder mal die Fähigkeiten eines Manipulators. Hm? Katastrophentanz, ja, ganz genau. Genau das meine ich nämlich. So, D-Protest ist da und okay, das ist das andere, was irgendwie, glaube ich, unsere magischen Angriffskräfte reduziert, ist direkt irgendwie wieder erloschen. So, und ansonsten lasse ich es einfach so. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch Hass buffen oder so. Aber ja. Wenn ich mir so die HP des Gegners gerade angucke, denke ich mir gerade, nee. Das passt schon so, wie es ist. Boah, der Hit. Also Fang macht richtig kranke Hits. Also, wie ich gerade gesehen habe, Verheerer macht relativ wenig Schaden. Da, ja, anders wiederum, Brecher ziemlich viel bei dem Gegner. So, wir bekommen dafür eine Sammlerseele, wo ich schon wieder mal nicht wissen würde, was das für, was ist das für ein Scheiß? Wichtiges Accessoire. So, Sanktum Werkstofflabor, das haben wir auch bekommen. Ich habe es mir noch nicht mal angeguckt. Wichtige Gegenstände. Keine Info dazu? Ne, ne?
doch, da oben. Erlaubt den Zugriff auf das Kundenmenü des Sanctum Werkstofflabors. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Schauen wir da einfach mal später rein. So, so, gucken wir mal. Nimrod-Lanze ist ja gerade equipped soweit alles. Alles soweit ganz gut. So, Accessoires. Sammlerseele. Steigert die Wahrscheinlichkeit, nach einem Kampf Gegenstände zu erhalten. Cool. So, was haben wir? Göttinnenschein. Kürzere Negativzustände. Guck mal hier. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, ja, Sammlerbund, ich nehme das einfach mal. Kann nicht schaden, denke ich. So. Jetzt nehmen wir auch einfach mal diesen Schatz eben auf. Und ja, da bekommen wir erstmal einen Runenreif auf. So, und jetzt cutte ich jetzt erstmal wieder bis zur erhöhten Steppe. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da wären wir nun wieder bei der erhöhten Steppe. Und ja, ich habe jetzt gerade einfach mal auf die Map geschaut und sehe, dass das hier jetzt gerade rechts von mir blinkt. Und ich schätze mal, das wird dann wohl auch genau das Ding sein, was wir hier anklicken müssen für unsere nächste Mission. So, ist nicht der Fall, könnte man aber auch annehmen, rein theoretisch. So, Ziel, Fall an Geet. Der Krieg hat mir alles genommen, meine Familie, meine Heimat. Mir ist nichts geblieben, wofür es sich zu leben lohnte. Ja, da mir diese Welt nichts mehr zu bieten hat, will ich meine Bestimmung erfüllen und zu Kristall werden. Vielleicht erwache ich eines Tages in einer wunderbaren paradiesischen Welt. So, ich muss den Phalangit im Nordwesten der erhöhten Steppe erledigen. Das ist meine einzige Hoffnung. Im Nordwesten? Okay, gut, alles klar. Dann machen wir halt zunächst diese Mission. Ist ja okay. So, wir sind ja gerade hier trotzdem. Immer grüne Wiese, theoretisch. Ach so, das Ding. Das hier wäre es gewesen, was wir, glaube ich, eigentlich hätten ansprechen müssen. Genau am Anfang links. So, es blinkt nämlich hier gerade schön orange. So, jetzt schaue ich einfach mal. Ach du Heilige. So, das Missionsziel, was wir haben, ist ganz, 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 ganz oben. Heiliger Bimbam. Ja gut, alles klar, dann laufen wir mal dahin. Aber diesen ganzen Weg dahin, den erspare ich euch locker. So, wir sind jetzt hier ganz im Norden der erhöhten Steppe. Wo wir eigentlich richtig sein müssen, auf der Map sehen wir schon. Da rechts können wir unseren Mob besiegen. Allerdings würde ich sagen, wir kämpfen nochmal ganz kurz erstmal gegen diesen Gegner hier, um uns einfach mal ganz schnell die tolle KP abzusahnen, die wir hier mit Leichtigkeit bekommen können. So. So, einen hätten wir schon mal besiegt. So, jetzt nur noch diesen Megatondrius. Ja. Irgendwie, leider, haben wir es nicht geschafft, innerhalb der Zeit den anzugreifen. Das ist jetzt irgendwie total mies. So, sonst wäre nämlich auch schon platt. Also, das ist hier eigentlich gerade eine ziemlich schlechte Zeit, die wir haben. Normalerweise geht das schneller. Aber gut, egal. Hat jetzt halt mal ein bisschen länger gedauert, aber dafür gibt es einmal kurz 6600 KP. Und das ist ganz ordentlich. So. Dann wollen wir mal diese Klapperkiste kaputt machen. Phalangit ist Gott sei Dank sogar direkt im Schockmodus. So, ich sehe jetzt einfach mal davon ab, mich zu buffen, weil ich gerade sehe. Wir machen den, glaube ich, schneller platt, als die Polizei erlaubt. Es sei denn, der regeneriert sich jetzt wieder. Hä? What the hell? Ja, da hast du recht, Fang. We're just getting started. Ja. Hm. So. Supraleiter haben wir bekommen. 4 Stück. Hey. Schön. Cool. Neue Daten erhalten. Ja, klasse. Jetzt darf ich nämlich den ganzen Weg bis hier unten wieder zurücklaufen. okay, dann mache ich das einfach mal. So, endlich sind wir da. Wieder mal zurückgelaufen. So, jetzt schauen wir aber mal, was wir hier haben. Ich denke mal, das wird das sein, was wir brauchen werden. Na, auch nicht ganz. WTF, oder? Sind wir jetzt bei Mission 9? Keine Ahnung, egal. Tiefe Resignation. So, der Kaiser Behemoth befindet sich irgendwo auf der immergrünen Wiese, in der erhöhten Steppe. Doch selbst mit meinen Kräften als LC habe ich keine Chance gegen dieses gewaltige Biest. Mir bleibt nur noch die Wahl, als Sie zu enden oder als Fußabtreter für dieses Monster. Wie auch immer, mein Leben ist verwirkt. All meine Bemühungen um ein glückliches Leben waren vergebens. Ach, könnte ich doch nur mein Leben noch einmal von vorne beginnen. Tja. Das wäre was Schönes, wa? So, ist das nicht der Gegner, den wir hier klatschen müssen?
Nee, der Kaiser-Behemoth, der scheint aber laut Map da vorne zu sein. Bei dem schönen Teich. So, dann gehen wir da einfach mal hin. So, hoffen, dass mich hier nichts triggert hinten. Will nicht. Keine Lust hier auf Random Battles. So, gut. So, wo soll denn hier der Kaiser-Behemoth bitteschön sein? Ach, auf einmal steht er da. Ja gut, alles klar, der spawnt dann halt dementsprechend. So, das war jetzt auch kein Präventivschlag, das war gar nichts. Egal, macht nichts. So, wir machen jetzt einfach mal Rache-Kampagne. So, damit ich hier einfach mal Hass auf mich draufpacken kann. Ich habe das Gefühl, der hat nämlich zumindest ein klein wenig mehr HP. So, ich glaube, das ist auch einer, der sich dann verwandelt. Ne, wenn wir ihm einiges abgezogen haben. Und alleine die Schläge von Lightning reichen, um den so viel abzuziehen. Da muss ich gerade ein bisschen zweifeln, dass er, ob er wirklich so stark ist, wie ich gerade überhaupt vermutet habe. Ja, also zumindest das mit dem Heilen stimmt. So, er ist wieder total fresh. Genauso schnell ist er auch wieder platt hier. Nebega. So, unsere Magie ist jetzt scheiße, habe ich gehört. Scheint so, egal. Wir können das einfach so machen. Sturmkommando. Dann haben wir zwei Leute, die einfach mal dicke Angriffe haben. Habe ich auch nichts gegen. Und funktioniert tatsächlich auch eigentlich prima. So, 4 Sterne. Na, leider keine 5. Macht nichts. Mission ist erfüllt. So, Rosenspatt haben wir mal wieder bekommen. Ein. So, das ist doch schon mal ganz gut. Wir haben jetzt hier Mission 8, 9, 10 abgeschlossen. So, jetzt müssen wir 11 machen. So, und 11. 11 ist nicht das Ding. Ach so. Das Ding, was wir jetzt gerade hier abgeschlossen haben, wurde jetzt zu einer Teleportstatue. Deswegen ist das Ding ja auch tatsächlich orange. So, dann mal gucken, was hier noch so alles blinkt. So, da hinten wäre was. Ist das noch irgendwas, was mir jetzt auffällt? Nö, das wäre jetzt eigentlich nur das Ding da hier unten rechts. Ist es auch das, die 11. Mission? Warte, ich check mal eben ab. Mission 11 ist auch Nordplateau, ne? Nordplateau, gut. Ziel ist immer grüne Wiese. Ich glaube, dass es könnte auch das hier sein. Gehen wir aber mal dorthin runterspazieren. Das könnte es eventuell sein. Ich glaube, das sollte die Richtung jetzt sein, oder? Ja, so kommen wir auf jeden Fall zu einer Mission. Ja, watscheln wir einfach mal dahin. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt die 11. Mission. Aber es ist sicherlich eine, die wir wahrscheinlich auch bei der erhöhten Steppe hier abschließen können. Da müssen wir das jetzt nicht unbedingt 100% nach Reihenfolge machen. Würde ich zumindest sagen. So wünschenswert ist es. Allerdings, ja, ist das Ding jetzt einfach mal näher als das andere da hinten dran. Und ja, wir sehen jetzt einfach mal gleich auch an der Ortsbeschreibung, ob es tatsächlich jetzt auch hier ist oder nicht. Upsala. Wir sind jetzt gerade immer grüne Wiese. So, vielleicht ändert sich jetzt gleich auch die Ortsbeschreibung, wenn wir hier reingehen. Aber ich denke mal, das andere Ding ist gemeint, was ich hier auf der Karte gerade gesehen habe. Okay. Euch lasse ich mal aus. Aber gut, jetzt können wir uns auch hier zur erhöhten Steppe einfach teleportieren. Und holige, was ist denn das für ein Viech hier? Hä? Oha. Ziehstatuen und Bannbezirke. Einige Areale auf Grand Pools werden von magischen Barrieren geschützt und machen eine Durchreise unmöglich. Um die magischen Barrieren einzureißen, müssen Missionen angenommen und erfolgreich erfüllt werden. Nur allzu oft handelt es sich dabei um gefährliche Missionen, die in einem erbitterten Kampf um Leben und Tod münden. Die Annahme von Missionen sollte also mit Bedacht erfolgen. Auch ist es nicht zwingend erforderlich, alle magischen Barrieren zu zerstören. So, das ist jetzt Mission 12. Ziel Geiserich befindet sich erhöhte Steppe, westliche Terrassenhügel. So, die Sima auf den Fossi verflucht und voller Hass auf alles Leben sind die stärksten und grausamsten aller Seas, oder? Du, Geiserich, bist der größte von ihnen. Wo du schreitest, verändert jegliches Leben. Dich zu bezwingen, das ist meine Bestimmung. Du, mein Freund, der du keiner Fliege etwas zuleide tun konntest, bist gefangen in diesem Riesenkörper. So, auf dem westlichen Terrassenhügel in der Hühnsteppe werde ich dir gegenübertreten und dich vor deinem Leid erlösen. So, ich nehme das einfach mal an.
wenn das Ding hier dann aufgelöst ist, denke ich mir gerade, Halleluja, dann haben wir einen neuen Ort freigeschaltet. So, jetzt muss ich jetzt allerdings hier mal gucken, wo sich denn jetzt hier was befindet. So, ich sehe jetzt gerade, Sternchen befindet sich da unten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine ganze Ecke laufen und das schneide ich einfach mal weg. So, wir befinden uns jetzt schon beim westlichen Terrassenhügel und wie man sehen kann, sind hier lauter Seeth und ja, sieht hier auch ein bisschen trüber, bläulicher aus und ja, hier irgendwo muss sich auch unser lieber Boss hier befinden und ich sehe es auch schon, wo er ist. Allerdings habe ich jetzt gerade gesehen, dass hier noch ein Schatz ist zum Einsammeln, deswegen knöpfe ich mir erstmal diese hier vor. So, Eisepistel und ja, wo ist er nun? Da habe ich das Sternchen. Ich sehe zwar noch nichts, aber vielleicht kommt er ja. Ach du heilige, gequälte Seele. Was ist das denn für ein Viech? Krasse Sache. Okay, ich glaube, der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. So, der wurde jetzt gerade auch so beschrieben, vorhin in der Beschreibung, so als der Stärkste, glaube ich. Oder sowas ähnliches. Malhand. Okay, so, der Punch ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich schätze mal, wir sind dem trotzdem überlegen. So, aber wow, wir können ja echt alles auf den draufpacken. Der ist ja ziemlich empfindlich. So, Resistenzen hat er schon einige, ja. Allerdings auch nicht ganz so viele. So, der hat auch insgesamt nur 700... Was? 700.000 HP. Das ist jetzt nicht wirklich viel, muss ich sagen. Also einmal, glaube ich, kurz einen Schock reinversetzen und dann hat sich die Sache erledigt. Wirklich? Oder ist das nur irgendwie seine erste Phase? Wäre doch alles so schade, wenn das jetzt gleich schon wieder vorbei sein würde, oder? Wir haben doch nicht mal richtig angefangen, mein Freund. Krass. Tja, der war doch ein ganz klein wenig einfacher. So, aber dafür gibt es satte 10.000 Kristallpunkte. Wow, das ist nicht schlecht. Mission erfüllt. So, Belohnung ist Königswehr. Ich glaube, das war ein gutes Accessoire. Klasse, so. Jetzt machen diese Viecher hier, glaube ich, irgendwie den Freudentanz. Hurra, hurra, das Ding ist besiegt oder so. So, also, die Sache ist, das da hinten ist jetzt offen, dieser Weg hier. Ja, jetzt ist jetzt hier noch so, ja, gräulich markiert, würde ich sagen. So, sieht irgendwie fast aus wie so ein Rotton, ist es aber nicht. So, gleich um der Ecke scheint auch die nächste Statue eben zu sein, an der wir eine neue Mission annehmen können. Da steht sie auch schon, sehe ich jetzt gerade. So, gehen wir mal zu der hin. Vielleicht ist das nächste Missionsziel auch ganz in der Nähe. Ja, und diesen neuen Ort, den erforschen wir halt mal ein andermal, wenn wir tatsächlich auch dahin müssen. Also ich denke mal, wir werden uns eine Seath-Statue wird uns sowieso irgendwann mal dahin leiten. So, ich bekämpfe diese Viecher jetzt einfach mal, einfach nur, damit sie platt sind. Sie heißen Leak. Okay. Was liegt ihr denn? So viele Sachen. Ranga sind auch wieder dabei. Oh Mann, ich merke gerade, dass ich richtig Kohldampf habe, meine lieben Freunde. Ey, nach dieser Aufnahme muss ich unbedingt erstmal was essen gehen. Geht gar nicht. Mein Mauch, alles klar. Ich habe keinen Bauch, ich habe nur einen Mauch. Mein Mauch, der grummelt. So, walalala. Tschu, also, kranker Scheiß. Also, Zyrnitra, ja, das ist erstmal Mission 52, schaffen wir eh nicht. Warum sehen sich die Menschen nach dem Himmel? Warum haben Menschen keine Flügel? Wenn sogar die Brutstätte der Dämonen im Himmel, da. Ich glaube,
dass ich das nicht mal annehmen brauche. Also ich nehme es jetzt einfach mal aus Spaß an, ja, das kann ich machen. Die Sache ist allerdings, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendeinen großen Erfolg da feiern werde. So, gucke ich mal. Ich kann das Ding hier vorne bekämpfen. Ich glaube, das ist so ein Ding und der Dingung der Möglichkeit. Das ist gute Deutsche sein tun. Diese, ja, also hinter mir ist jetzt die Statue. Wo ist denn die nächste hier? Beim Nordplateau habe ich eigentlich gehört, ne? Westlicher Terrassenhügel, da sind wir jetzt gerade. Tja, ich weiß jetzt halt nicht, was hier ist. Aber ich sehe jetzt hier weit und breit keine andere Ziehstatue, wo ich eventuell meine Mission annehmen kann, die ich brauche. Oh, es könnte diese hier vorne sein. Da blinkt auch noch etwas mitten im Wasser. Das ist nicht im Wasser, das ist in der Luft, sehe ich gerade. Aber da komme ich doch gar nicht hoch. Ist das nicht irgendwie so ein Berg? Okay, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich kann ja schon mal kurz hingehen und gucken wenigstens. Ich cut mal kurz dahin. So, rein theoretisch müsste ich nach da oben gehen. Und wie ich schon sagte, oben auf dem Berg befindet sich dann diese tolle Seath-Statue hier. Ja, nur die Frage ist, wie komme ich da hoch ohne Chocobo? Ich habe einfach keinen. Und ja, ich denke mal, diese Spur hier ist auch genau dafür gedacht. Daher, ja. Weiß ich es jetzt gerade auch nicht besser, muss ich sagen. So, ist das Ding jetzt eigentlich schon wieder hier reingeklippt bei mir in die Map? Ja, so ähnlich. Hier, dieses Riesenviech, ne? Das kann schon mal vorkommen, dass wenn man ein bisschen länger hier auf der Map unterwegs ist, dass das Ding hier einfach mal, ja, ein bisschen seinen Fuß und seine Hände einfach mal hier in die Map reinsetzt. Ja, ansonsten kann man das Ding erstmal nicht bekämpfen. Vielleicht irgendwann mal später, wer weiß das schon. So, was habe ich jetzt hier genau gesehen? Also, dieser... Mich wundert es gerade, dass hier ein Teleporter jetzt ist. Hä, seit wann das denn? Hier ganz oben im Norden ist ein Teleporter. Ich kann mich jetzt aber von da mal nach da teleportieren. Alter, wie geil ist das denn? Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich weiß aber allerdings nicht, ob ich erst die Mission da oben abschließen muss, um mich dann zu teleportieren. So, da fliegt jetzt übrigens dieses Teil hier durch die Gegend. So. Hä? Ich weiß nicht, ob ich das einfach so triggern kann. Hey du, greif mich mal an, ich will mal gegen dich kämpfen. Ich weiß echt nur nicht, wie ich das triggern soll. Hallo? Ja, hier, jetzt, hier. An der Stelle kann ich das Ding also triggern. So, ich probiere es einfach nur mal ganz kurz. Das Ding wird mich wahrscheinlich jetzt aufschlitzen. Ich meine, das ist Mission 52, was soll das jetzt, was soll jetzt sonst mit mir passieren? Alter! Das war ein Pissangriff und das macht mich... direkt fertig. Oh ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, das Ding, das kann ein klein wenig mehr. Hoffnungslos. Hoffnungslos. Das Ding hat erstmal 2,4 Millionen HP. Und ja. Macht direkt Faxen mit mir. Krass. Krass. Also das Ding, das haut auf jeden Fall schon mal rein. Aber habe ich mir auch schon gedacht. Also bei Mission 52, was soll ich da jetzt erwarten? Also, wäre lächerlich irgendwie von mir zu denken, dass ich jetzt hier irgendwie was reißen würde. Gut, alles klar. Ah, auf jeden Fall sehe ich hier noch einen unentdeckten Bereich. Ich meine, okay, wir können wenigstens einfach mal kurz hier hingehen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas Tolles. Vielleicht müssen wir auch nicht gegen diesen Adamantine Meier kämpfen. Das wäre auch irgendwie wünschenswert, schön, wie auch immer. So, die... Ey, was? Ja, genau. Ist klar. Tö. Nee. Einfach nee. So, gegen das Ding kämpfe ich nicht. Kannst du sagen, was du willst? So, ich hoffe einfach, dass das Ding mich jetzt nicht kriegt. Ey! Was ist denn mit euch? Ich will da nur dran vorbei, Mann. Gut, ich muss sowieso außen rum, um diese Zeus-Statue da anzuklicken. Deswegen gehe ich jetzt einfach außen rum. Ich habe Schnauze voll jetzt hier mit der Kacke. Nö, lass mich in Ruhe. So, östlicher Höhenrücken. So, nee, das Ding will ich auch nicht bekämpfen. Komme ich denn überhaupt da hoch? Hoffen wir es mal. Da ist ein Speicherpunkt. Ich hoffe, von da aus komme ich jetzt irgendwie zur Sea-Statue hin. Wird schon irgendwie klappen. So, ihr lasst mich bitte jetzt in Ruhe. Gegen euch will ich jetzt sowieso nicht kämpfen.
So, aber freut mich auf jeden Fall, dass wir in diesem Part auch schon wieder einiges so geschafft haben. Und ja, es scheint so, als ob ich doch nicht hochkomme, oder? Ich brauche einen Chocobo dafür. Schon wieder. Mann! Okay, ich laufe jetzt einfach mal sporadisch mal ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Schönes. So, das Ding hat jetzt... Bei der Größe kann man nicht mal die Entfernung abschätzen. Ach, ich glaube, du meinst hier die Fläche eigentlich nur, oder? Wieso ist das hier so super green? Es ist hier so ultra grün einfach an dieser Stelle. Aber mehr gibt's nicht, ne? Sind die Adamantamai hier ein bisschen schwächer als die, die sonst so rumlaufen? Mir kommt das so vor, als hätten die nicht diese volle Panzerung auf dem Rücken. Außerdem stehen die hier auch komplett still. Ja, und machen gar nichts. Nicht, dass ich es jetzt irgendwie schlecht fände oder so. Ist nun mal so. So, wir speichern jetzt noch nicht ab. Ich will jetzt noch mal ganz kurz was checken. Und zwar... Ist das die Mission, die ich jetzt hinten da annehmen kann? Nur ein Teleporter? Also, ist es nur ein Teleporter jetzt da drüben? Oder ist das jetzt auch noch was anderes? So, und? Vor allem, was ist das für eine Mission, die wir hier rechts haben? Das gucken wir uns auch einmal an. So, der Ort hier nennt sich Nordplateau. Oh, das könnte sogar die Mission sein, die ich annehmen wollte. Oh, das könnte tatsächlich auch die Mission sein. Hey, da ist der Weg, den wir hier gemacht haben, ja gar nicht so umsonst. So, da haben wir wieder dieses Mega-Tondrius-Dingsabumser. Ignorieren wir aber einfach mal Ice Cold, wie wir sind. Natürlich. So, und dann schauen wir mal. Mission 11, Fragezeichen. Vielleicht müssen wir auch genau diesen Gegner besiegen, kann auch sein. So, nee, Adro. So, dieses Mal muss ich den Adro bezwingen, der mitten in der erhöhten Steppe zu finden sein soll. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich meine letzte Bestimmung erfüllte. Die Monster sind jedenfalls zahlreicher geworden. Wenn ich den Fossi weiterhin erfolgreich diene, werden sie mich sicher immer wieder aus dem Kristallschlaf wecken. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich eine neue Welt erblicken darf. Okay, diese Mission annehmen. So, die aktuelle wieder unterbrochen. Weiß ich. Nehme ich auch erstmal so an. So, dann schaue ich mal, wo genau befindet sich das Ding jetzt. So, da ist wie gesagt dieses Teleporter-Ding. Oh, mitten in der erkühlten Steppe? Willst du mich verarschen? Was heißt hier mitten in der erkühlten Steppe? Das Ding ist am Arsch der Welt. Das ist am Eingang da hinten. Also da kann ich mich ja besser gleich von diesem Safe... Ja, das ist natürlich intelligent, ne? Ich kann mich nicht an normalen Saves teleportieren. Ja gut, dann laufen wir da einfach mal hin. Aber vorher speichere ich da hinten ab und mache ein kleines Päuske, meine lieben Freunde. Daher sage ich aber mal, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder so richtig rund. Ne? Dann machen wir natürlich bei diesen Missionen weiter, wo wir hier aufgehört haben. Kurzer kleiner Check, kann ich das Ding einsammeln, ohne dass das Ding mich irgendwie klatscht? Oder geht das nicht? Ne, wir sind hier die ganze Zeit als, ja, sag ich mal, Argo geflaggt. Ah ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein.